Die Army hat ein paar Leute aus meinem Dorf gezwungen, sich zu prostituieren. Männer, Frauen, das ist denen egal. Du musst meine Leute retten und die Army hindern, noch mehr zu entführen. Ich rette sie. Und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 4. Wir, ja, retten jetzt Sklaven. Because Prostitution und so unterstützen wir jetzt nicht so unbedingt. Kein Bock auf diese Viecher hinter mir. Geht weg. Da unten sollen die sein. Scharfschütze. Alle befreit, alle befreit. Oh, suchen wir nur mal einen sicheren Weg runter. Ich würde es ja mit der Wingsuit versuchen, aber ich habe die große Vermutung, dass wir dann hier unten irgendwo direkt aufschlagen. Das ging echt gut mit dem Scharfschützengewehr, so aus der Ferne, wenn die uns überhaupt nicht realisieren. Können wir die einfach so, peng, 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 und alle tot. Junge, das ging aber schnell. Ja. Und lief total aus dem Ruder. Naja, nicht wirklich. Ihr lebt doch noch alle. Also lief gar nichts aus dem Ruder. Haben wir irgendwie... Was war das denn für eine Aktion? Strom sparen oder... Klimaanlage ausschalten? So, machen wir uns mal ein bisschen Medizin. Drüben haben wir auch mal die Möglichkeit... ein bisschen was herzustellen. So. Haben wir hier nur noch diese Kyrat-Films-Geschichte, da hinten das Tagebuch, da ist noch ein Plakat. Ach, da drüben auch und da hinten auch. Ach, für die Brücke haben wir gar keinen Schnellreisepunkt, das ist ja blöd. Da wollen wir mal uns dorthin begeben, wo wir weitermachen müssen, können, sollten. Und zu diesen Türmen können wir auch nicht schnell reisen, ne? Da gibt es nämlich Helis. Na gut, streunen wir ein bisschen durch den Wald. Und ein paar Rehe quietschen. Und joggen ein wenig durch die wunderbare Landschaft von Kyrat. Oh, im Haus sogar ein Plakat. Nee. So. Gehen wir hier so rüber, holen uns das Plakat, gehen hier hoch, holen uns das Plakat und dann sind wir auch hier oben, wo es dann weitergeht und wenn wir irgendwie mal... Hm.
irgendein Ausgangspunkt wäre da total dufte. Na gut. Laufen wir erstmal hier Richtung Pagans, dem Paganshorn entgegen. Rüst denn schon mal die richtigen Sachen aus? Klar fahren sie die andere Strecke. Schweine. Ah, böser Piepmatz. Aua. Hihi. Lief echt gut. Ach, jetzt können wir nach Shanata schnell reisen. Naja. Nützt uns jetzt auch nichts, wir müssen da hoch. Aber zumindest steht hier ein Töffchen im Weg. Juhu! Nashorn. Noch eine Kurve. Hör zu, Kyrat, hier ist Rabbi Ray Runner und ich habe gute Neuigkeiten für. Das ist ja schön, dass du gute Neuigkeiten hast. Dann erzähl mal. Radiosender gewechselt, offensichtlich. Na dann. Genießen wir ein bisschen die Musik, die Atmosphäre, die Aussicht und diese Autofahrt. Ihr hört freies Kyrat und wisst ihr was? Rabbi Wayrunner fühlt sich gut. Veränderungen liegen in der Luft, Leute. Veränderungen. Ich rede von so einer heftigen Barack-Obama-Veränderung. Und wisst ihr, wie die riecht? Oh, riecht mal. Oh yeah, das riecht wie Speck. Echt jetzt? Ich glaube, da brät gerade jemand Speck. Hey, Chotu! Was machst du? Bist du am Kochen? Brätst du uns? Ja, leider muss ich das kurz unterbrechen, um das Plakat hier abzureißen. Wäre schön, wenn er jetzt hier fortsetzen würde mit dem Sender. Aber leider läuft schon wieder Musik. So, was haben wir denn da vorne für einen Ort? Schon wenig Leute, bis gar keine von uns. Was soll denn das? Hier ist Rabbi Ray Runner mit nichts als der reinen Wahrheit auf dem Sender Freiskür. Ich würde gerne über die Tarum Matan. Oh. Hier ist automatisch ein anderer Radiosender. Gehen wir das demnächst mal rüber. Fahren wir erstmal zu Amita. Lassen jetzt auch hier das Poster hängen. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Kyrat braucht sie jetzt mehr als je zuvor. Die Schreckensherrschaft des Goldenen Pfades hat beängstigende Ausmaße angenommen und... Amita, ich bin im Norden. Der Norden? Ich war seit Jahren nicht in Utkarsh. Hört zu, es gibt dort eine Zelle des Goldenen Pfades. Gute Leute,
Utkarsh liegt direkt nördlich der Brücke und diese Zelle kennt das Gebiet besser als jeder andere. Ich würde es begrüßen, wenn du zu ihnen gehst, aber pass auf. Du hast die Garde gesehen. Die sind besser und klüger als die reguläre Armee. Na. Aber die hier nicht. Cool. Ist das Radio kaputt? Ohne Karma-Scheiß habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja. Töte den Leuten der Royal Army. Naja, nächstes Mal. Kümmern wir uns jetzt erstmal um unsere Hauptgeschichte hier. Tote goldene Fahrt, Leute. Ups. Und das Auto vor uns ist schon mal auf vom goldenen Pfad. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gut, die fahren nicht zum Hauptquartier. Das hier so Utkarsh. Hey Leute. Hey Leute. Was geht ab, liebe Leute? Und die Rebellen hier treffen. Okay. Ist hier richtig was los im Dorf. Knock knock. Who's there? Krasser Typ. Du wirst bereits unten erwartet. AJ, danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben Ziele ausge... Ein reizendes Paar. Passt zu eurem Haus. Das Salz der Erde. Man sagte mir, wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkarsh kennenlernen möchtest, dann geh und besuche Dianas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die Freundlichsten. Sie reden mit jedermann. Mit jedermann, fragte ich. Mit jedermann, sagten sie. Und sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenen Augen sehen musste. Niedlich. Wisst ihr, ich wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist mir nicht entgangen, dass es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben soll. Und ich bin besorgt, dass diese Menschen, diese Terroristen, nun, sie könnten eure Gastfreundschaft ausnutzen. Und euren wunderbaren Ruf ruinieren. Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Nein. Und erlaubt ihr mir, euch zu beschützen? Euren guten Ruf zu bewahren. Bitte. Ja, König Mien. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut. Ich will euch nicht länger aufhalten. Das dauert nur einen Moment. Wer
sagt, denn ich hätte den Kontakt zum Volk verloren. Nein, zu gefährlich. Ich hol mir Pagan. Was hat denn das mit Beschützen zu tun, Pagan? Amita, ich hab Pagan. Ich bin ihm auf den Fersen. Endlich. Du kannst es jetzt beenden. Ich weiß. Miet einen Schraptor-Stuhl. Tatsache, haben wir ihn? Was? Hallo, AJ. Hast du mich vermisst? Oh, warte. Ja, hast du. Pagan? Ich hab dich getötet. Nein, du hast einen perfekten Doppelgänger mit Haarausfall ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie teuer sowas ist? Er war nicht mal Asiato, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Sein einziges Verbrechen waren die fantastischen Wangenknochen. Wessen Bild, glaubst du, ist auf den Geldscheinen? Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Was war das? Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich und mich. Das wäre auch zu einfach gewesen. Und hier haben wir noch ein Türmchen. Oh. Seine Perücke verloren. Na gut, fahren wir mal hier hoch. Erstmal zerschießen wir noch das Plakat von hier unten. Sorry. Oh, es ist ein neues. Pagans Warrior Army. Und den Rest können wir nicht mehr lesen, weil es brennt. Das wäre auch zu krass gewesen, wenn wir ihn jetzt getötet hätten. Aber ich dachte wirklich, hier ist es. Die Stimme war... Alles hat gestimmt. Nicht schlecht. Wir sollten wieder mal den Pfeil kurz wechseln. So, wir befreien nicht, wenn wir runterkommen. Ach, reicht schon so, okay. Oh, halt, Teddy. Und hoch hier. Und oben sind wir schon. Klasse. Kick the pass. Schrottplatz. Gecko.
Königliches Gewölbe 9. Und wieder eine Frachtdingsmission. Bam. Na. Ach, ist das schön. Jetzt erkennen wir hier wenigstens was. Zwei Außenposten. Ein bisschen Zeugs. Gut. Hier noch was Neues. Jawohl, Jagdspritze Level 2. Das finde ich die wichtigste. Wenn du dich bewegst und Tiere greifen dich nicht an und fliehen nicht. Es sei denn, du provotierst sie. Prototierst sie. So, das pushen wir auch mal auf 10. Das ist nämlich die beste Spritze, wo gibt, wie ich finde. Ups. Ja. 1 Minute und 20 Sekunden läuft die ganze Spritze jetzt. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Und ja. Wie ich sehe, sind wir schon wieder am Ende dieser Episode. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Runde Far Cry 4. Und dann werden wir wahrscheinlich hier die Ecke befreien. Vorne den ganzen bösen Lausbuben, die hier sich so rumtreiben. Im Norden von Kyrat. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und tschüss.